willkommen zu einem neuen Video von der Firma JG Performance GmbH. Das hier ist Julian Neuhaus. Ein wunderschöner Mensch. Oh, danke sehr. Ja. Gut gelaunter Mensch vor allen Dingen. Immer. So, und der Grund, warum ich jetzt in diesem Büro starte, ist der folgende Grund. Ich habe wirklich sehr lange, wir haben sogar ein Datum rausgesucht, wann? Ich glaube der 6. Dezember 2016, glaube ich. 6. Dezember 2016 hatte ich eine Idee. Und es gibt manchmal Projekte, die nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Dieses Projekt ist ein Projekt, was mich in meiner, ich setze mich am besten mal hin, man hat ja immer so ein bisschen Selbstbewusstsein und manchmal ein bisschen schlechteres Selbstbewusstsein. Das war ein Projekt, was mich am stärksten beeinträchtigt hat in meinem Geschäftsdasein, seitdem ich Geschäfte mache. Denn ursprünglich, ich nehme das mal eben ab hier. Oh, danke. Denn ursprünglich war die Idee, wir wollten 2016, hatte ich die Idee, und wir wollten so 2017 rum, wollten wir damit starten. Und ich habe so viele Rückschläge erlebt, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Das war wirklich total der Horrortrip, dieses ganze Projekt. Jetzt sind wir im März 2020 fertig. Ja. Mega. Und grundsätzlich, erinnert ihr euch an diese Szene? Flo, komm mal runter. Dich kennt man noch gar nicht, ne? Ja, richtig. Jetzt muss er auch aufpassen, was er sagt, so ein bisschen. Was machst du hier? Schwierig zu beantworten eigentlich noch. Morgen. Ja, heute war die Kellertür offen, ich bin das erste Mal raus. kannst du grob verraten, in welchem Bereich das geht? Wir ärgern ihn mal, guck mal, wie redegewandt er ist. Wir legen euch flach. Boah! Genau, da sagte nämlich der Flo, wir legen euch flach. Das war ein sehr guter Punkt, den er da gesagt hat. Das war auch ein mega geiler Spruch. Und zu der Zeit war auch noch die Grundidee, dass der Flo das ganze Projekt betreut. Doch der Flo macht sich jetzt bei Movo in der Abteilung ganz gut. Yes, macht er. Ich rede hier um den heißen Brei drum, ohne Ende. Und das ist ja auch extra an einem Samstag, das Video. Ja. Um den Leuten hier auf die Nüsse zu gehen. Genau. So. Mir war es ganz wichtig, dass es einen Online-Shop gibt zum Thema Fahrwerk, der dir sagt, was du von meiner Meinung aus, was du kaufen kannst und was nicht. Und vielleicht kaufst du auch gar nichts. Wir verbauen hier 1 bis 4 Fahrwerke am Tag. Gewindefahrwerke. Und ich muss wirklich sagen, wir versuchen die Leute zu betreuen, so gut es geht. Aber die Leute kommen mit festgefahrenen Meinungen zu uns und sagen, ich brauche das Fahrwerk. Und ich denke mir nur, nein, das brauchst du nicht. Und der Online-Shop, den wir jetzt ins Leben gerufen haben, soll dieses Thema ein bisschen beherbergen. Dazu kommt der nächste Punkt. Mir geht es nicht ausschließlich darum, dass es irgendwie etwas ist, womit wir Geld verdienen müssen. Sondern es ist ein schönes Projekt, was auch vielleicht nur Serviceleistung bietet. Und du musst gar nicht bei uns bestellen, aber du kannst auch bei uns bestellen. Es wäre natürlich cool, wenn du diese Ideen bei uns rausziehst und dann auch bei uns bestellst, damit der Julian sich auch weiterhin die Haare schön schneiden kann. Genau, ja, wir haben Zeit. Ja, richtig. Weil momentan haben wir noch kein Fahrwerk verkauft, ne? Deswegen sehen die Haare auch so aus, wie sie aussehen. Ja, ja. Und deswegen haben wir das Unternehmen Fahrsteel ins Leben gerufen. Porn up. So, mit diesem Projekt starten wir eine Reihe, wo wir, es fängt an mit dem Golf 7, dass wir alle Produkte wirklich einbauen in das Auto. Karton auf. Wie sieht es aus?
Wie fährt es sich? Wie lässt es sich montieren? Wie viel Restgewinde ist da? Was ja eine mega gute Frage ist. Weil wenn ich nämlich, das ist kein Vorwurf an andere Online-Shops, aber wenn ich in Online-Shops reingehe, habe ich ein kleines Viereck, wo ein Bild dargestellt ist von dem Hersteller. Daneben ist ein Preis. Und dann ist da so, ja, überweisen Sie uns 2800 Euro und du bekommst das. Dann der gleiche Beispieltext drunter. Get happy! Und natürlich funktioniert das auch. Und die Fahrwerke heutzutage, es gibt ja eigentlich keine schlechten Fahrwerke mehr. Wirklich schlechte, das wenig. Wenig, ja. Sehr wenig. Aber ich bin der Meinung, dass man wirklich beraten kann, was vielleicht für dich Geldersparnis wäre. Oder auch Ersparnis, weil du das zu günstig gekauft hast. Und hast, pass auf, dein Fahrstil und dein Typ sein verlangt eigentlich ein viel hochwertigeres Fahrwerk. Und das wollte ich einfach ins Leben rufen. So, das haben wir jetzt getan, jetzt sind wir endlich fertig. Zu 99%. Noch nicht ganz, aber wir sind jetzt so weit, dass wir leicht anfangen können. Und bitte macht uns da nicht fertig, weil dieses Projekt hängt mir so am Herzen. Das war so eine schwierige Geburt, weil wir, ich habe mindestens viermal dabei gesagt, was drauf. Ja, da war jetzt Delfin wieder, ne? Mhm. Wir lassen den ganzen Quatsch sein. Wir machen hier gar nichts mehr. Wir stampfen das Projekt ein. Ich habe die Schnauze voll. Und dann habe ich am nächsten Morgen wieder gesagt, nee, komm, nein, stopp. Hast du schon, nein, nichts. Perfekt. Wir machen weiter. Und so ging das auf und ab. Und ihr könnt euch vorstellen, von 2016 bis 2020 März. Da ist schon ein bisschen. Ist ein bisschen Zeit. Bisschen. So, guckt euch die Seite an. Habt Spaß. Ihr könnt alles Mögliche bestellen. Wir erklären euch auch, wie ihr den Fahrzeugschein simpel versteht, dass ihr die Daten weitergebt, um ein Fahrwerk vernünftig zu bestellen, weil oftmals bestellt man das Falsche. Ob es Achslasten sind, Motorisierungen sind, egal was es ist, wirklich oftmals falsch. Und da versuchen wir auch, euch zu helfen, dass das Ganze einfacher läuft. Dann der Julian und noch eine neue Mitarbeiterin, die beginnt in 4 Wochen. In 4 Wochen. Ja, erst am 5. Ja. Also zwei Mitarbeiter betreuen das ganze Projekt, plus halt die Versandabteilung, die dementsprechend was ist. Das heißt, wir möchten auch, dass ihr, wenn ihr Fragen habt, stellt ihr Fragen. Wenn ihr keine Fragen habt, versucht das rauszuziehen, was aus der Internetseite kommt. Und ich kann euch schon mal jetzt sagen, der Julian ist ein sehr sympathischer, lieber Mann, der euch wirklich immer mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Und ich natürlich auch. Und wir werden dann auch die Seite weiter und weiter füllen mit Heckantriebautos, mit Vierantriebautos, damit wirklich das alles da ist, dass man eine Idee bekommt. Der Grund, warum wir jetzt erstmal nur Frontantrieb haben oder einen Golf drin haben, weil sich die Konzepte relativ stark ähneln. Mhm. Nicht loslegen und, wie kann er das sagen, i30N und Golf ist nicht das Gleiche. Das ist richtig. Aber wir arbeiten halt dran, euch da einen deutlich höheren Mehrwert zu liefern als ein kleines Online-Shop-Foto. Der Grund, jetzt kommt es abschließend, warum ich das mache, ist, ich habe noch nie was online gekauft. Und der Grund, warum ich noch nie was online gekauft habe, und so ist auch die Seite auch entstanden, aus meinen Bedürfnissen, der Grund, warum ich nichts online kaufe, ist, weil ich fühle mich nicht, mein Geld ist mir zu schade, das zu geben für ein kleines viereckiges Bild mit einem Beschreibtext. Da kaufe ich kein Clubsport-Variante 3 Schlag-mich-tot-Fahrwerk. Das tue ich nicht. Natürlich ist es bei uns immer noch der Fall, aber wir versuchen halt nach und nach zu füllen. Wir haben natürlich auch jetzt Videos, die das dann auch erklären. Und dass du ein bisschen an die Hand genommen wirst, hey, pass auf, du brauchst gar kein Sportfahrwerk. Du brauchst keins. Oder die Federn reichen, weil ich sage, in den meisten Fällen tun es Federn allemal. Jetzt beginnt es, ihr glaubt nicht, oder glaubst mir nicht, oder ist mir scheißegal, auf diesen Moment euch das mitzuteilen, weiß nicht. Halt, könnt ihr euch vorstellen, über drei Jahre, ja. Darauf hinfiebern, hinarbeiten, ist, ja, da bist du zerrüttet, weil ich bin echt, ja. Und viele haben auch gefragt, schon wieder, wann gründest du die neue Firma, wann machst du dir was Neues auf? Und da wusste ich ja die ganze Zeit bei den Kommentaren schon, ja, ich bin da was am Plan dran. Läuft noch nicht so. Es kommt. Und jetzt ist es endlich da. Ich wünsche euch viel, viel Spaß damit. Ich finde den Namen auch sehr schön, weil der Name ist Programm. Und zwar jeder hat einen unterschiedlichen Fahrstil. Hab euch lieb. Bis Montag. Tschüss.